Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man die Kettenblätter am Fahrrad wechselt, und zwar speziell bei Shimano Vierarmkurbeln. Vierarmkurbel bedeutet, dass es eben vier unterschiedliche Arme gibt, die die Kettenblätter halten. Das ist bei allen neueren Kurbeln von Shimano der Fall. Hier ist es jetzt eine Ultegra-Kurbel, gibt aber auch dasselbe Prinzip bei den Dura-Es, bei den 105 und bei den Tiagra-Kurbeln. Ab 10-fach gibt es das. Diese Kurbel hier hat jetzt 46 Zähne als großes Blatt und als kleines Blatt, hier dahinter, 36 Zähne. Die Kettenblätter wechselt man aus verschiedenen Motiven, entweder wie in diesem Fall hier wegen Verschleiß. Ihr seht, dass einzelne Zähne schon sehr angegriffen sind. Sie führen eine Wellenbewegung, sage ich jetzt mal, durch hier in diese Richtung. Also hier ist schon sehr viel Material abgenommen von den einzelnen Zähnen. Natürlich nicht bei allen, weil es unterschiedliche Zähne gibt, die auch sehen auch unterschiedlich aus. Wenn man jetzt die ganze Kurbel sich durchschaut, seht ihr das. Hier ist zum Beispiel einer, der schon sehr stark abgeschliffen ist, hier daneben auch. Also das ist ein Grund, das Kettenblatt zu wechseln. Man kann aber auch die Übersetzung wechseln. Also bei dieser Kurbel hier wäre jetzt alles möglich, was Shimano bietet. Zum Beispiel kleines Blatt 34, großes Blatt 50 Zähne oder einfach hier das große Kettenblatt, die 46 ersetzen durch ein 52er und so weiter und so fort. Man könnte theoretisch auch ein Kettenblatt mit 50 Zähnen hier als großes verbauen, dann hätte man als kleines Blatt eins mit 36. Das gibt Shimano aber nicht offiziell frei. Dort kann es zu Kettenklemmern kommen, weil die Kette hängen bleiben kann. Man kann es also probieren, aber ob das wirklich sinnvoll ist, wenn Shimano schon sagt, das geht nicht, ja, manchmal kann man es probieren, vielleicht braucht man es in irgendeiner Situation, empfehlenswert ist es aber nicht. Gut, dann fangen wir mal an. Als erstes müssen wir die Kette irgendwie aus dem Weg nehmen, weil die stört bei der Demontage und der Montage der Kettenblätter. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen die Kette ab, also hier nach vorne drücken, das Schaltwerk, und dann nach innen auf den Rahmen ablegen oder am Umwerfer vorbei ausfädeln. Ja. Und dann so weit herausnehmen, dass sie hier nicht im Weg ist. Also das bisschen stört jetzt nicht. Man kann sie natürlich ja auch noch auf der Kettenstrebe ablegen, sodass sie vollkommen aus dem Weg ist. Oder halt innen auf dem Rahmen ablegen. Gut, das ist die Vorbereitung. Jetzt müssen wir von der anderen Seite die Kurbelblattschrauben lösen. Ihr seht hier die Kurbelblattschrauben. Die Kurbel dreht, die beiden anderen. In dem Fall sind es jetzt hier Torx-Schrauben mit 30er Torx. Zum Lösen den Schlüssel einstecken, den Kurbelarm festhalten und dann die Schraube lockern. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht mit der Hand irgendwie auf die Kettenblätter kommt. Also wenn ihr das von hier drüben macht, ist die Gefahr eher unwahrscheinlich. Aber wenn ihr einen kürzeren Schlüssel ansetzt oder so, könntet ihr hier reinkommen und das tut dann mehr als weh, wenn ihr da reinkommt. Gerade wenn die Schraube etwas fester sitzt und ihr sie lockern wollt und es löst sich ruckartig, dann könnte das passieren. Also da wirklich aufpassen. Ich lockere jetzt rundherum alle Schrauben. Jetzt nehme ich die Schrauben raus. Dabei muss man beachten, dass auf der anderen Seite noch Gegenhalter sind. Die muss man auch aufheben. Da gibt es unterschiedliche, die man natürlich auch verwechseln kann, aber keine Angst, die passen nur an einer Stelle. Wenn ihr die verwechselt und es nicht passt, dann bei der Montage dann wieder, dann müsst ihr sie eben an die andere Stelle setzen. Ihr könnt es aber auch so ablegen, dass ihr euch das merkt.
schraube jetzt die erste Schraube raus. Dann auf der anderen Seite nehme ich den Gegenhalter heraus. Das ist der Gegenhalter von der anderen Seite, Gewinde und Abdeckung, wegen des 46er Kettenblatts. Bei größeren Kettenblätter, also 50er aufwärts, gibt es diese Abdeckung nicht mehr. Da gibt es nur die Schrauben. Aufheben. Hier seht ihr die beiden unterschiedlichen Gegenhalter. Dieser ist ein bisschen größer, dieser ist ein bisschen kleiner. Kann man also nicht wirklich verwechseln und es passt auch nur an einer Stelle. So, jetzt die letzte Schraube. Wenn ihr die rausgenommen habt, passt auf, dann könnten die Kettenblätter schon von alleine, wie ihr das jetzt auch gerade seht, sich lockern. Sie fallen natürlich nicht runter, weil die Achse ist ja noch im Weg. Aber sie sind dann auf jeden Fall locker. So, jetzt können wir die Kettenblätter runternehmen. Einfach nach vorn, also zu euch hin, runter und dann kann man es ausfädeln. Mit dem kleinen geht das genauso. Muss bloß eine Stelle finden. So. Die beiden sind jetzt verschlissen. Wenn das große Kettenblatt verschlissen ist, solltet ihr zur Sicherheit immer auch das kleine mitwechseln. Im Gegensatz zum großen Kettenblatt kostet das fast nichts, also irgendwas zwischen 8 und 12 Euro, je nachdem, wo ihr das kauft, kostet so ein kleines Kettenblatt. Also da ist das nicht so teuer wie das große. Die kosten dann je nach Modell schon ordentlich. So, hier haben wir zwei neue Kettenblätter, großes und kleines. Bei dem kleinen Kettenblatt gibt es natürlich eine linke und eine rechte Seite, genauso wie beim großen Kettenblatt. Und zwar ist das in Fahrtrichtung, links und rechts. Außerdem gibt es hier eine Markierung am kleinen Kettenblatt. Diese Markierung muss hinter den Kurbelarm. Das ist jetzt die linke Seite in Fahrtrichtung und das ist die rechte Seite in Fahrtrichtung. Das seht ihr an diesem großen Ring. Diesen Ring müsst ihr sehen, wenn ihr von rechts auf das Fahrrad drauf schaut. Beim großen Kettenblatt ist das einfacher. Das ist die rechte Seite, die ihr sehen sollt. Und das ist die linke Seite, die ihr von rechts nicht sehen sollt. Außerdem gibt es hier diesen Kettenfangbolzen, der hinter den Kurbelarm muss. Gut, dann schieben wir die mal auf die Kurbel. Bevor ihr die Kettenblätter montiert, solltet ihr natürlich die Kurbel an dieser Stelle zumindest reinigen. Wenn es so wie hier ist, nicht besonders dreckig, dann ist es nicht so aufwendig. Wenn sie sehr dreckig ist, dann nehmt Reiniger und bringt sie wieder in Form. So, ich fange mit dem kleinen Kettenblatt an. Wie gesagt, hier diese Markierung muss hier dahinter. Also einfädeln. Die Aufnahmen seht ihr vorne, das Kettenblatt muss dahinter, das kleine Kettenblatt. Und dran denken, dass die Markierung hinter dem Kurbelarm ist, nicht irgendwo anders. Jetzt das große Kettenblatt. Ihr denkt daran, dass dieser Bolzen hinter dem Kurbelarm muss. So, wenn ihr die Kettenblätter so aufgesteckt habt, wie es jetzt hier ist, könnt ihr anfangen, die Gegenhalter durchzustecken. Wir haben ja unterschiedlich große Halter. Die etwas größeren gehören an diese Stelle, also nah an die Kurbel. Jetzt könnt ihr vielleicht schon von der anderen Seite Schraube provisorisch ein bisschen festschrauben, dann habt ihr schon guten Halt und die Montage der restlichen Halter geht dann einfacher. Die kleineren Halter
hierhin und dorthin. Ihr seht, die großen Halter, Gegenhalter, die passen auch nur an dieser Stelle. Hier und hier würden sie nicht passen. Sie sind einfach genau gegenüberstehend. So, jetzt noch den letzten Gegenhalter einsetzen. Und die Schraube von der Gegenseite einschrauben. So, hier fehlt die Schraube noch, die habe ich noch nicht eingesetzt. Wenn man die Kurbel dann immer dreht, genau in die Richtung, so dass man Platz zum Einschrauben der Schraube hat, macht man es sich ein bisschen einfacher. Das war es jetzt für die Montage der Kettenblätter. Bevor ihr jetzt aber alles festschraubt, kontrolliert nochmal, ob alles richtig ist, dass das kleine Kettenblatt richtig herum verbaut ist, sodass ihr diesen Ring seht, dass ihr beim großen Kettenblatt die Schrift lesen könnt, dass ihr den verdeckten Bolzen nicht irgendwo hier hingebaut habt, sondern dass er hinter dem Pedalarm ist und dass die Nase vom kleinen Kettenblatt auch hinter dem Pedalarm ist. Ja. Dann muss man die Kurbelschrauben nur noch festziehen. Dafür gibt es von Shimano vorgeschriebenes Drehmoment. 12 bis 14 Newtonmeter. Je nach Modell kann das unterschiedlich sein. Guckt dazu einfach unter der Bezeichnung des Kettenblattes, in dem Fall hier FC6800, unter si.shimano.com nach. Dort gibt es die ganzen Handbücher zu diesen einzelnen Shimano-Komponenten und dort könnt ihr dann auch die Drehmomente jeweils für das Kettenblatt ablesen, die da vorgeschrieben sind. Ich schraube jetzt von Hand die einzelnen Schrauben handfest, alle vier, die ist noch sehr locker. Jetzt nehme ich den Drehmomentschlüssel, stelle das entsprechende Drehmoment ein. Das funktioniert ja bei jedem Drehmomentschlüssel anders. Wisst ihr dann selber, wenn ihr einen habt, wie das funktioniert bei eurem Drehmomentschlüssel. Jetzt muss man nur noch Kurbelarm festhalten und die Kurbelschraube mit dem entsprechenden Drehmoment festziehen. Das bei allen Vieren. Vergesst keine, sonst könnte es passieren, dass es knackende Geräusche gibt oder was klappert. So, das war's schon. Jetzt müssen wir nur noch die Kette wieder drauflegen und die Montage neuer Kettenblätter ist abgeschlossen. Falls ihr ein großes Kettenblatt von der Zähnezahl geändert habt, müsste man dann jetzt noch den Umwerfer richtig wieder einstellen und gegebenenfalls auch eine neue Kette aufziehen, falls das nicht mehr reicht mit der Kette, die montiert ist. Wie man eine Kette montiert, haben wir euch schon gezeigt. Könnt ihr mal in die Videobeschreibung schauen. Und wie man Umwerfer einstellt, haben wir uns auch schon mal gezeigt. Schaut mal rein, findet ihr bestimmt. Bei diesem Rad ist die Kette relativ neu, ist noch keine 300 Kilometer gefahren. Deswegen kann man die problemlos auch mit den neuen Kettenblättern verwenden. Wenn ihr die Kette aber jetzt meinetwegen schon 2000 Kilometer gefahren habt, dann solltet ihr das nicht auf die neuen Kettenblätter mit drauf machen, sondern dann auch die Kette wechseln. Also je nachdem, wie verschlissen die Kette ist, nicht nur die Kettenblätter wechseln, sondern dann auch die Kette. So, dann legen wir das hier wieder drauf. Und fertig. So, wie ihr gesehen habt, muss man nicht unbedingt die Kurbel ausbauen, um die Kettenblätter zu wechseln. Es geht auch problemlos am Fahrrad. Zumindest bei den Shimano 4-Arm-Kurbeln ist es problemlos möglich. So, das war's für heute. Weitere Videos gibt es hier drüben zu sehen. Unseren Kanal könnt ihr hier abonnieren. Playlist gibt es auf der anderen Seite.
Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Schauen, Schrauben und Fahren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Olaf.